Guten Morgen, meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Mist Survival. Es ist der Hammer. Sag mal, jetzt bei jedem zweiten Mal, wenn ich spiele, hat die Dame eine Faszination für irgendwas. Ich glaube, sie hat sogar im Bettchen geschlafen und seitdem guckt sie jetzt anscheinend jetzt hier diese Wand an. Tür hat sie natürlich auch offen gelassen. Ja, gehört sich so. Ich kontrolliere gerade eben mal nicht, dass sie irgendwie. Ich meine ja, dass sie zeitweilig mal die Tore aufgemacht hat. Ja, in dem Fall zum Glück jetzt ausnahmsweise mal nicht. Okay. Wir sind immer noch dabei, hier unsere Sachen zusammen zu craften. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Das Ding ist immer noch beschäftigt. Nee, okay, es ist fertig. Es ist fertig. Sehr, sehr gut. Wir haben ja noch Zinn. Kann ich aus diesem Zinn, ich weiß gerade eben nicht mehr. Falsch. Kann ich daraus noch was machen? Nein. Ich glaube, weil ich ja immer doppelt so viel Zinn brauche, ne? Moment, ich tue das aber trotzdem kurz mal als Zwischenlager da rein, damit ich den siebten da rein tun kann. Okay. Jetzt haben wir davon so und so viele. Ich brauche jetzt aber, Moment, um das hier fertigzustellen, brauche ich noch mehrere Gears. Jetzt habe ich hier 6 davon. Das reicht natürlich nirgendwo hin. Ahne jetzt schon, dass das alles generell nirgendwo hin reicht. Und ich muss auch gleich noch ein bisschen Holz sammeln gehen. Steine sammeln gehen. Oh. Das ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Okay, erstmal die Granatenfragmente. Wo waren die denn? Sind die Granaten? Ich glaube, die habe ich drin im Haus gehabt. Ne? Ja, die durfte ich drin im Haus gehabt haben. Hier irgendwie in einem dieser. Genau. Teile hier drin. Die anderen Pfeile. Die habe ich absichtlich nicht mitgenommen. Was mache ich mit dem Zeug? So viel davon. Da ist noch ein Fach. Ich hau mal das ganze Zinn da rein. Ohne Witz. Ich habe so viel Zinn. Ich brauche eigentlich mehr. Ich brauche mehr Kupfer. Ich brauche so viel mehr Kupfer. Aber ich habe einen Arsch voll Zinn. Mit dem Zinn fängst du nichts an. Also nicht in der Menge. Oh Mann, oh Mann. Okay, wir machen jetzt erstmal. Das ist auch nochmal Zinn. Und ein bisschen Kupfer. Das hier ist jetzt hier alles noch das Zeug, was wir noch zerlegen wollten. Was ja auch gar nicht so blöd ist. Ach, jetzt ist offiziell nicht mehr Nacht. Okay, dann sammeln wir jetzt mal ein paar Steine für einen Mörser. Was muss ich für einen Mörser haben? Ich weiß es nicht, ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, es sind einfach 8 Steine, oder? Hier ist es nicht, hier ist es nicht, hier ist es nicht, hier ist es nicht. Okay, ich muss jetzt mal gucken, bei welcher Werkbank ich das machen kann. Da, 8. Und ich habe einen. Hä? Ich habe einen? Mehr. Okay. Wo kann man sich irren? Ja, dann suchen wir mal ein paar Steinchen zusammen. Nummer 1. So, in dem Fall sind wir eigentlich jetzt schon bei Nummer 2. Ja, morgendlicher Waldspaziergang nach der Apokalypse. Um Steine zu sammeln. Ist klar. Dann nehme ich doch gleich mal nochmal eine Blaubeere mit. Oh, da vorne ist nochmal ein Steinchen. War da ein Steinchen? Nein, ist nur ein Blatt. Also wie gesagt, was der Entwickler echt machen muss, er muss irgendwie den Wald noch anders darstellen. Es macht keinen Sinn, dass hier überall im Wald, unter den Bäumen Blumen und sogar Gräser stehen. Das würde nicht funktionieren in echt. Ups. Mal eine Blaubeere. Nee, die lasse ich mal. Und jetzt sind wir hier quasi in diesem Dschungel von Sachen. Ich habe so das Gefühl, da wächst nichts mehr. Wenn man einmal so einen Baum umgeklatscht hat. Einmal Baum geklatscht, ist Baum geklatscht. Dann ist der Baum schon beleidigt und wächst nicht mehr. Wie viel habe ich jetzt? 4.
Die Hälfte. Yippie. Ja. Ach geil, ich habe noch mal einen Pfeil gefunden. Was man hier alles findet, wenn man draußen rumläuft. Ja. Auch noch mal irgendwie ein Quatsch. Nochmal ein Stein, Nummer 5. 6. Naja. 7 und 8. Komm, ich nehme gleich nochmal mit. 9. Die Gelegenheit, ne? Nehme ich nochmal einen mehr mit. So, wir haben unsere Steine. Es ist schon praktisch, dass wir in mehrere Richtungen Ein- und Ausgänge haben, muss ich schon sagen. Es ist praktisch. Voilà, ich komme da nicht durch. Zu eng geparkt. So, dann stellen wir mal das Dingens hier her. Problem ist, das hier kann ich jetzt auch herstellen, aber es ist halt nur eins. Oh, fuck my life. Wir brauchen noch so viele davon. Ich kann das alles hier gleich wieder reinkloppen, ne? Gesamte Eisen, was wir gekriegt haben. Also das ganz normale Eisen, was ich gesammelt habe, ist schon... Ist klar. Nee, ist gar kein Stein. Das ist Erz. Oh. Hoppala. Nochmal ein... Geil, ich habe nochmal einen ganzen Satz Iron Ore. Ja, das wird mal sofort hier zerschmolzen. Habe ich immerhin mal einen 8er Stack davon. Daraus kann man, glaube ich, sogar fast was herstellen. Mit Betonung auf fast. Jetzt wird hier erstmal das hier zermahlen. Ich habe keine Ahnung. Wir machen erstmal eine Stunde. Wir haben extrem viel Salpeter. Ich glaube, wir haben deutlich mehr Salpeter, als dass wir Schwefel haben. Machen wir mal eine Stunde. So Stück für Stück. Ich will halt nicht verhungern oder verdursten. Ne? Deswegen mache ich das jetzt immer so mit einem gewissen Auge auf meine Gesundheitssituation. So. Ich dachte gerade eben ganz, ganz kurz, es gäbe jetzt hier tatsächlich Nebel, aber anscheinend nicht. So, dafür brauche ich eine Säge und einen Hammer. Wo ist der Hammer? Da ist ein Hammer. Und da ist eine Säge. Ich klopfe das jetzt hier einfach mal rein, das eine Teil. Und jetzt müssen wir Hühnchen essen. Wir werden halt auch nicht besser, ne? Boah, ohne Witz, ich werde demnächst wieder jagen müssen. Das ist brutal. Mir fällt dazu nichts ein. Außer, dass es brutal ist. Super. Ja, ich mache es aber trotzdem jetzt erstmal hier damit weiter. Wenn auch das hier will gemörsert werden, komm, wir machen jetzt hier die gesamte Ladung, jetzt können wir das hier voll machen. Und dann machen wir das Schießpulver draus. Und dann sehen wir mal, wie weit wir damit kommen. Hatte ich doch alles hier, ne? Irgendwo hier. Ich weiß nicht mal wo. Oh, Moment. Das brauche ich auf jeden Fall. Das gute Zeug. Da haben wir es. Da schon mal ein bisschen Schießpulver. Da ist auch noch mal ein bisschen was davon. 30 und dann haben wir nochmal 16. Ja, da haben wir natürlich jetzt auch nicht gerade 1 zu 1. Ungünstig. Aber wir bekommen 32 raus. Das dauert 2 Stunden. Das ziehen wir durch. Nebenher gibt es wahrscheinlich Nebel. So, 56 Schießpulver hergestellt. Grüß mal da rein. So und so. Wir haben anscheinend keinen Nebel heute. Oder er ist schon wieder vorbei. So, jetzt. Keine Ahnung, warum das da rumliegt. Zack und zack. Nochmal 4 davon. Nochmal ein Bier herstellen.
Ey, wir kriegen den Tag gerade eben aber echt Flux-Dalli rum. Aber so richtig Flux-Dalli. Zwei noch. Das heißt, ich brauche noch mindestens 16 Metallschrott. Ich brauche Äxte. Beziehungsweise, was kostet mich dieser Hammer? 10. Kann mir nicht mehr den Hammer leisten. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich mir diesen Hammer leisten kann. Da war diese Scheißsäge. Ah, Mist. Oder haben wir noch mal ein bisschen Schießpulver? Das muss woanders hin. Ich räume das wieder rein. Wenn wir jetzt auf Achse gehen, um Sachen auseinanderzunehmen, muss ich diese wertvollen Sachen nicht dabei haben. Latsch die einfach irgendwo rein. Wisst ihr, das ist mir gerade so egal. Ich habe eh keine Ordnung. Den nehme ich mit. Den lasse ich da. Den lasse ich auf jeden Fall auch da. Ich habe eh keine Ordnung mehr. Ich habe es aufgegeben, hier zu glauben, dass ich Ordnung hätte. Ja, wenn ich es fülle, dann will ich es auch mitnehmen. 9 Verbände. Das lässt mich jetzt wahrscheinlich in dem Glauben, dass ich safe bin, aber. Jawohl, 60 Schießpulver. Fantastisch. Wie geht's uns? Oh, gut genug, um unterwegs zu sein. So. Ich mal, ob es wirklich geht, rauszufahren. Yeah. Ich habe richtig eingeparkt. Dann gehen wir mal auf die Jagd nach Metall. Dürfte eigentlich noch genügend Quellen dafür geben, vor allem da, wo ich hin will. Drüben beim Bauernhof auf jeden Fall dürfte es noch einiges geben. Eine Auto habe ich noch gar nicht zerlegen können. Also ausnahmsweise mal hier außen rum. Au! Okay, soviel zu dem Thema. Ich fahre hier außen rum. War nicht die schlauste meiner Ideen. Hui! Halt, stopp, 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 stopp. Was? Hallöchen, Chicken Wing. Ich hab dich vermisst. Also ich habe jetzt nicht wegen dem Vieh angehalten, sondern eigentlich wegen dem Vieh hier. jetzt treffe ich. Wir hatten Nahrungsengpass. Ich musste das Tier schießen. Ich höre noch einen hin. Ja, wir verbinden das gleich mal hier so richtig schön mit einer Jagd. Naja, Hühnerjagd, ganz im Ernst. Irgendwie kommt das nicht halb so episch rüber, wie es sich anhört. Wobei, beziehungsweise es hört sich gar nicht episch an, würde ich mal behaupten. Drüben sind die Banditen, ne? Ja. Noch am Leben, die Banditen eigentlich? Sieht man die? Speichere mal gerade eben. Ich jetzt näher ranschleiche. Ich habe halt nur Pfeil und Bogen, um mich zu verteidigen. Ne? Das ist halt das Problem. Ich weiß, dass da unten noch Sachen waren, die ich hätte mitnehmen können. Ja, die sind da. Die spawnen dann ab einer gewissen Distanz. Okay. Und ich möchte mich gerade eben nicht mit Pfeil und Bogen mit denen alleine anlegen müssen. Weil so Headshot-safe bin ich dann doch noch nicht. Muss das jetzt einfach mal so machen. Und wenn wir leichtere Möglichkeiten haben, hier noch an irgendwelche ja, Dinge heranzukommen, dann werde ich erstmal die ausschöpfen. Hopp, langsam einbiegen. Wow. Und da unten rechts hatten wir noch neben dem See war da noch dieses eine
Auto, das ich noch auseinandernehmen wollte, aber da ging mir beim letzten Mal die Axt kaputt. So. Das wollte ich nicht. Ich bin am Überlegen, also falls irgendwas fehlt, muss ich vielleicht irgendwann auch mal alleine in den Ding gehen, in diese Mine gehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da passieren auch manchmal immer wieder so witzige Sachen. Vor allem, wenn man den Berserker angreift. Immer wieder neu. Eine Erfahrung, die nie gleich ist. Nicht unbedingt so beabsichtigt wahrscheinlich vom Entwickler, aber es ist eine Erfahrung, die immer wieder interessant ist. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich frage mich ja irgendwann mal, ob auch die Banditen irgendwann mit Autos unterwegs sein werden. Ich meine, wir können mit dem Auto rumfahren. Da stellt sich die berechtigte Frage, warum sie nicht? Ah! Boah, voll da in den Zaun rein fast gebrettert. Ich glaube, da ist irgendwo noch ein Trecker, den ich noch nicht auseinandergenommen habe, oder zwei. Ja, genau. Die zwei will ich mir jetzt holen. Gott, hier wird's ja dunkel. Auch nochmal eine Henne. Könnte ich mir nochmal ein paar Pfeile holen? Also noch ein bisschen Fleisch. Aber zu viel auf einmal bringt auch nichts. Ich glaube, zwei sind völlig ausreichend. Weil die musst du dann verarbeiten und bis. Ja, die werden halt auch wieder schlecht. Komm schon. Zack. Das Teil noch und da drüben ist noch ein Trecker. Und da ist ein Bär. Bitte bleib da stehen, lieber Bär. Er schnüffelt. Solange er das tut, ist alles gut. Jetzt guckt in unsere Richtung. Ich habe nicht aufgehört, weil ich mich erschrocken habe, sondern weil Stamina beim Teufel ist. So, dafür habe ich das hier gegessen und mitgenommen. Dann habe ich trotzdem noch zwei Schläge vor mir. Oh, die Ausdauer. Dass ich jetzt hier gleich genug davon habe. Hab echt Respekt vor dem. Der hat eine Mords-Aggro-Range. Will gar nicht in seiner Nähe sein, wenn der anfängt loszurennen. So, ich gucke mal, ob ich irgendwo noch ein einziges finde, dass ich auseinandernehmen kann, aber ich glaube, der Drops ist gelutscht hier in der Gegend. Dafür muss ich, glaube ich, dann in ganz andere Gefilde, da muss ich da hoch. Aber warum nicht? Ich meine, bis nachts oder tags. Holla, die Waldfee. Oh, nicht so schnell. Nicht so schnell, Mörp, sonst eskaliert hier wieder alles. Oh Gott, ich hasse diese Stelle. Wow. Ja genau, diesen Pickup-Truck, den sollten wir mal reparieren und mitnehmen. Kann man mit Koffern bestücken, wie ich gehört habe. So, hier hat es nochmal Autos und Wohnwägen und alles. Lass mal hier den tatsächlich das Licht an. Währenddessen ich hier quasi jetzt hier mal in der Nachbarschaft alles zusammenrandaliere. Naja, alles würde ich nicht hinbekommen. Da wird die Stamina zu kaputt und wir haben einfach nicht die Möglichkeit, das jetzt sehr schnell auszugleichen. Bin ja froh, wenn ich das Ding jetzt hier noch problemlos hinbekomme. Und es wird nicht problemlos. Den letzten Schlag kann ich nicht mehr setzen. Nicht mal den vorletzten konnte ich noch setzen. Zack. So, wie viel haben wir denn jetzt? Schon einiges, aber mehr wäre besser. Ich meine, wir sind jetzt ohnehin schon hier. Wir sind ohnehin. Ich glaube, es sind auf jeden Fall Zombies drin, ne? 5 und 6. Ich kann nicht mal den sechsten Schlag machen. Trinken wir noch mal ein klein wenig.
Meine Durst haben wir eh. Der harten Arbeit ein Schlückchen nehmen. Boah, ich würde mir echt wünschen. Ich hab gesehen, was der Vorschlaghammer vermag. Der ist deutlich besser. Ja, aber ich habe ihn nicht. Mit der Stamina-Situation brauche ich nicht noch weiter hier Fahrzeuge auseinandernehmen. Ja. Und sonst so. Ein Schlag noch, komm schon. Na also. Dann fahren wir nach Hause. Gut, 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 gut. Also hier können wir auf jeden Fall nochmal ordentlich abräumen. Wir müssen bloß deutlich besser darauf vorbereitet sein. Das war jetzt eher so ein Spontanbesuch hier quasi jetzt hier in der Wohnsiedlung, wie ich sie nenne. Also ganz komisch, ist halt wie so eine, keine Ahnung, also wie so ein Nobelviertel, aber irgendwie nicht innerhalb einer Stadt, sondern irgendwie so abseits einer Stadt. Das verstehe wer will. Ich tue es nicht. So, brettern wir jetzt mal hier über die Bude. Whee. Oh, brems, 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 brems. So, weil zu schnell ist tödlich. Vor allem jetzt, wo es dunkel wird. Auf nach Hause. Hoffentlich ohne Vorfälle. Ahaha. Im schlimmsten Fall ist Bärchen auf der Straße. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass insgesamt alle NPCs rumbuggen. Das ist nur so ein Gefühl. Alle stehen sie nur noch rum und reagieren gar nicht mehr. Da vorne ist wieder unser Köfferchen. Dem weiche ich aus. So, und hier rein. Dann haben wir es geschafft. Ich versuche dann gleich wieder vorwärts so einzuparken, dass wir nachher auch gleich wieder gerade rückwärts rauskommen. Oh, da lagen meine Pfeile gerade eben noch rum. Habe ich gerade gesehen. Wow. Längel halt rum, Auto. Ich hoffe, das passt so. Reinkommen, kommen wir wieder raus. Gut. Dann habe ich direkt an der Hauswand geparkt. Oh, ich liebe das. Also gut, liebe Leute, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Ich wünsche euch was, vor allem was Gutes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi und Ade.